Zwei. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh. Oh mein Gott. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von Alicias Mom Life und Jan und Mia und Ella und... Nein, Ella hier. Ja, Ella ist schon fertig. Wir sind jetzt endlich... Hallo, wo seid ihr? Wir sind jetzt endlich mal angezogen. Ich habe vor 2 Stunden schon eine Story gemacht, dass wir endlich los wollen. Wir sind immer noch nicht... Wir kommen einfach nicht los. Jetzt sind aber alle angezogen. Juhu! Und wir können jetzt endlich los. Diese Woche wird ein so geiler Vlog eigentlich. Also, denke ich mal, ne? Denke ich mal. Denn wir fahren am... Also, pass auf, wir fangen ganz von vorne an. Heute ist Montag. Heute wollen wir jetzt los. Wir haben heute eigentlich den ganzen Tag Videos geschnitten und so. Jetzt fahren wir los ins Spielzeugladen. Denn Mia muss noch gucken, was auf den Wunschzettel soll beim Weihnachtsmann. Genau. An den Brief, ne? Ne? Und ich wollte Mia, noch... Peppa Wutz Kacke, ne? Papa? Peppa Wutz Kacke, oder Papa? Peppa Wutz ist doof, ne? Genau. Genau. Und wir wollen... Doof. Den anderen Kacke nehmen. Genau. Und ich wollte noch 1 bis 2 Spiele für Dänemark haben, weil wir am Mittwoch nach Dänemark fahren. Genau. Und morgen kommt noch... Die Friseurin. Morgen kommt unsere Friseurin. Genau. Macht uns noch die Haare, weil Junge, guckt euch das an. Guck mal hier, ich krieg blonde Haare. Ich freue mich so. Gelbe. Nein, nicht gelbe Haare. Wahrscheinlich werden es gelbe Haare. Ich hoffe nicht. Und ja, jetzt wollen wir aber endlich mal los. Und wir nehmen euch jetzt ein bisschen mit durch, ja, durch die Tage und auch natürlich durch unseren Kurztrip. Ist Kindern. Was? Kind. Fünf Kindern, Jährchen. Ja, blonde Zähne. Hat blonde Zähne. Blonde Zähne? Zähne und blaue Haare. Blaue Haare. Blaue Haare und blonde Zähne? Okay. So, wir sind jetzt bei Swiss Toys. Ein Paradies für Kinder. Ich glaube, auch ein Paradies für Eltern. Kann man so sagen. Ja, wir wollen jetzt hier einmal schauen. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, jetzt mit Mia da reinzugehen, ne? Aber jetzt in diesem Alter. Wir haben. Zum Glück steht jetzt ja Weihnachten vor der Tür, dass wir alles auf Weihnachten schieben können. Sie soll selbst entscheiden quasi, was sie sich wünscht. Genau, weil wir haben eigentlich echt gar keine Ahnung so wirklich, was wir hier kaufen sollen, ne? Oder was wir hier kaufen schon, aber ich meine, was jetzt Oma und Opa und so kaufen sollen. Keine Ahnung, wissen wir halt nicht so genau. Sie hat halt auch vieles, aber vieles ist eher so für kleine Kinder und sie wird ja größer. Mal schauen, für was sie sich entscheidet. So, hier sind wir. Was ist das? Wer ist das? Wer ist das? Und wie ist Peppa Wutz? Kacke! Ich wollte früher immer ein Playmobil-Adventskalender machen. Ja, aber das musst du denn ja auf den Wunschzettel schreiben. Genau. Schatzi, du hast 1 Minute Zeit. Pack so viel in dein Laden, in dein Einkaufswagen, wie du kannst. Mia, was ist das hier? Guck mal. Ein Dino. Ein was? Ein Dino und das auch ein Dino. Wie macht der Dino nochmal? Ja. Oh mein Gott, das ist ein Togo Club, weißt du? Ja, ich weiß. Cooles Spiel. Das ist lustig, einfach fürs Feeling. Und was machst du da? Tolio? Was machst du da? So, Mia kann einfach die Finger nicht von allem lassen. Sie würde am liebsten alles mitnehmen. Ist halt auch ein Paradies hier, ne? Riesenrapunzel. Die hättest du wahrscheinlich auch gerne. Ja, das hier. Und guck mal, wir alle Puppen haben.
Ja, genau. Mir möchte alle Puppen haben. Das erzählen wir Oma und Opa. Ne? Nein. Doch. So, wir haben jetzt alles. Wir haben hier eine volle Tüte. Jan muss natürlich wieder tragen. Ist sehr logisch. Dafür habe ich ihn ja mitgenommen. Also ich habe jetzt so ein paar Spiele. Und ihr kennt, ich weiß nicht, Crystallica. Ich lebe hier immer richtig meine Kindheit in diesen Läden. Ich habe mir jetzt wirklich ein Tamagotchi gekauft. Ich habe die als Kind geliebt. Ich muss dieses Gefühl einfach noch mal haben, so eins in der Hand zu haben. Und dann habe ich noch ein paar Spiele geholt und schon mal Geschenkpapier. Unter anderem auch Crystallica. Das muss ich gleich mit Mia einmal spielen. Das ist auch aus diesem aus dieser Togo-Serie, wo die Leute dann immer zu Toys R Us rennen durften und diese Wagen voll hauen mussten. Und ich glaube, es war immer das letzte Spiel, ne, Schatz? Es war immer das letzte Spiel, das entscheidende Spiel. Und da musste man immer so klopfen und dieser Pinguin in der Mitte durfte nicht runterfallen. Das spiele ich auch gleich mit Mia. Aber nicht darum, dass man einen Wagen vollballern darf. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich noch eine Kleinigkeit einkaufen und dann fahren wir nach Hause. So, wir spielen jetzt hier eine Runde Crystallica. Mhm. Und Jan macht währenddessen Essen. Das ist öfter so, dass Jan Essen macht und damit er auch nicht so allein ist, spielen wir hier in der Küche. Und Ella liegt hier auch bei uns. Die guckt uns zu. Und Mama, dann gucken wir mal. Ja. Mein Tamagotchi ruft jetzt schon überfordert mit diesem Ding. Jetzt weiß ich auch, warum ich keine ausgraben möchte. Du kommst nicht mal mit dem Tamagotchi klar. Oh, das ist voll schwer. Ich weiß nicht wie. Achso, da steht auch drauf, dass Erwachsene das Zusammenbau durch Erwachsene erforderlich. Also ganz alleine können Kinder das gar nicht spielen. Ja, die müssen hier noch rein. So. Guck. Und jetzt hier noch. Wo ist der letzte? Hier. Ah, super. Dankeschön. Das ist der letzte. Und die Pinguin. Guck mal, jetzt drehen wir das um. Okay, stellen wir hier auf. Na, ich allein. Dann kriegt er heute seine Haare blond. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe gestern leider nicht mehr weiterfilmen können, weil der Akku leer war. Jetzt ist schon Dienstag. Meine Friseur oder unsere Friseurin kommt bald an. Ja, leider geht es mir schlechter als gestern. Mia ist schon sehr angeschlagen, sage ich mal. Deswegen wird sie heute den Tag im Bett bei uns verbringen und Fernsehen. Mama, nicht aufwärmen! Da hat sie natürlich auch überhaupt nichts gegen. Und ich werde jetzt, Jan hat hier schon richtig toll aufgeräumt. Hier steht auch schon eigentlich, ja, wir müssen natürlich gucken, ob das jetzt alles klappt mit dem Urlaub. Aber ich denke schon, meistens hat Mia das ein, zwei Tage richtig akut, sage ich mal. Und dann klingt das aber auch schon ab, wir schauen mal. Und wenn sie sich heute viel auskuriert, viel ausruht, denke ich mal, dass es geht. Ansonsten fahren wir halt einen Tag später oder halt gar nicht, ne? Wenn es so ist, ist es so. Aber Mia, egal was für eine Krankheit sie, glaube ich, hat, sie würde immer sagen, ihr geht's gut. Sie sagt immer, dass es ihr gut geht. Deswegen, man kann das immer leider nicht so viel vollnehmen. Ich werde jetzt hier den Rest noch aufräumen und noch eine Maschine Wäsche anstellen. Und dann kommt auch schon bald meine Friseurin. So, meine Friseurin oder unsere Friseurin ist jetzt da, weil Jan hat ja heute auch was vor. Wir bereiten jetzt hier alles vor und dann geht's gleich los, weil dieser Ansatz ist eine Katastrophe und der kommt jetzt weg. Elli, spiel Elli! Papa hat deine Jacke gar nicht zugemacht, ne? Genau. So, ich bin jetzt soweit fertig. Meine Haare sind jetzt alle eingeschmiert. Das muss jetzt einwirken und in der Zeit ist Jan jetzt dran. Der Gute kriegt jetzt auch schon erstmal
Ja, es sieht hier auf jeden Fall aus wie immer. Er kriegt jetzt die Haare schon mal gekürzt und die werden ja heute blond. Ich weiß, ich denke das gleiche darüber wie ihr. Aber er möchte das unbedingt. Wir haben das schon, so schön sein. Wir haben das schon so oft aufgeschoben. Ich habe eben noch mit Jute gesprochen, ob wir uns noch irgendwie was einfallen lassen können. Und wir haben echt gesagt, nee, können wir nicht machen, weil er das schon so lange vorhat. Ja gut. Es gibt ja immer noch braune Tönungen, ne? Bin sehr gespannt, wie es aussehen wird. Ich würde da lieber eine Glatze machen. Ist vielleicht besser? Auf gar keinen Fall. Sieht aber komm, immer ey. Besser aus als ganz im Ernst. Ich sehe es jetzt schon kommen, weißt du? Dann bin ich blond und denke so, oh Schatz, das kannst du eigentlich immer so tragen. Nee, das sieht so toll Fall. Aus. Nee, wir haben uns auch darauf geeinigt, einmal. Ja, wenn es richtig gut aussieht, dann. Dann musst du das erstmal komplett rauswachsen lassen und dann könnte er das machen. Oder wie? Also vom Effekt hier? Natürlich kann man das alle. Nein, kann man nicht! Könnte man alle 5 Wochen nachblondieren. Aber das wird ja auch ganz schön teuer. Ja, und das können wir uns gar nicht leisten. Genau. Wir leben in ganz schweren Zeiten hier aktuell. Genau. Wir sehen uns dann in 5 Wochen. Wenn's gut aussieht. Ich hab gar keine Termine mehr frei. Ja, genau. Ja, so ist es jetzt und. Es kann zu schädlichen Verbrennungen an der Kopfhaut führen, oder damit du das weißt. Ja, der Kopfhaut ist anders. Immer noch? Möchtest du immer noch blond werden? Ja, es ist ja schon zu spät, oder nicht? Nee, ich hab's dir letztes Mal schon gesagt, das kann an der Kopfhaut. Deshalb haben wir das doch verschoben. Da war ich wohl nicht dabei, als du mir das erzählt hast. Sehe ich nicht hübsch aus? Krass. Sieht richtig gut aus, jetzt schon. Mit wem redest du? Ich lass das so. Was sagst du dazu? Sehen wir das Gleiche hier durch? Doch, doch. Wir können ja auch gleich mal Mia fragen, was sie dazu sagt. Mia, komm mal kurz. Guck mal, Mia. Wie sieht das aus bei Papa? Toll. Danke, mein Schatz. Findest du wirklich, dass Papa toll aussieht, Mia? Ja, oder? Guck mal, wie hell das schon ist. Wenn das so weiß bleibt, wäre auch geil, ne? Ich weiß jetzt, warum Alisa nicht möchte, dass ich blond werde. Warum? Weil sie sonst neidisch ist, dass meine Haare heller sind als ihre. Ich hab's einfach nur gut mit dir gemeint. Zufrieden? Ich glaube, so schlecht wird's doch nicht aussehen bei dir. Hörst du mich? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich hab sogar einen Schock gekriegt, aber. Ah, ich bin gespannt. Jetzt krieg ich erstmal eine Abmontierung. So, was machen wir denn morgen, Mia? Urlaub. In Urlaub? Ja. Und wo geht's hin? Dänemark. Oh, super. Super, Schatzi. Deswegen muss ich heute noch gut ausruhen, damit es morgen losgeht. Nein, Urlaub in Dänemark. So, ihr Lieben, es ist mittlerweile spät am Abend. Meine Haare sind schon ein bisschen länger fertig, aber ich musste noch einiges erledigen. Ich habe nämlich noch ein Babyfon gekauft für Ella. Wenn wir nach Dänemark fahren, dass wir so ein Babyfon halt haben. Und wie ihr seht, meine Haare sind blond. Ich bin überglücklich, ich finde es so schön. Es ist noch leicht rosa durch das Silber-Shampoo. Aber das wird auch weggehen. Ja, ich freue mich schon mega auf morgen, auf Dänemark. War schon jahrelang. Oh Schatzi. Ich war zu. So, jetzt nochmal. Ich war zuletzt. Darf ich mal was erzählen? Ich war zuletzt in Dänemark vor. Boah, ich weiß es selber gar nicht mehr. Da war ich noch ganz klein, glaube ich. Da war ich zuletzt in Dänemark. Und ich fand es immer richtig cool da. Also wir freuen uns auf diese paar Tage. Mal ein bisschen entspannen. Hola. Heute ist es soweit. Wir haben schon soweit alles gepackt. Wir gehen jetzt gleich los. Ella muss jetzt gleich nochmal zur U-Untersuchung und danach fahren wir auch direkt weiter, ne? Ja, danach fahren wir direkt los. Die Nacht war. Boah, sehr bescheiden. Miserabel. Aber Mia geht es jetzt heute zum Glück ein bisschen besser, sagt sie auf jeden Fall. Wir gucken mal. Aber sie macht auch ein bisschen besseren Eindruck, finde ich.
Ja, das besser als gestern, ne? Es war gut, dass wir sie mal fiebern lassen haben in der Nacht. Ja, wir haben die Nacht sie ein bisschen fiebern lassen, weil das Fieber ist auch nicht so hoch gewesen. Ja. Und haben halt immer mal kontrolliert. Und jetzt geht's ja, es ist schon wichtig, sie nicht sofort das Fieber runterzuholen, wenn es halt nicht zu hoch ist, weil der Körper dann einfach besser dagegen ankämpfen kann, ne? Ja, war auf jeden Fall gut. Und ich hoffe, jetzt geht das ganz schnell bergauf mit ihr. Ja, so sieht es hier jetzt aus. Okay, die Kalender kommen jetzt nicht mit, aber es sind sogar schon 2 Taschen im Auto. Ja. Ich sag's euch, mit Kindern verreisen, ne, ist eine Katastrophe. Vor allem, wir sind gerade mal 5 Tage weg. Wir sind nur 5 Tage weg. Wie soll das erst sein, wenn wir mal länger weg sind? 2-3 Wochen. Oh Mann, auf jeden Fall. Die. Es ist jetzt alles fertig gepackt und ich bin noch am überlegen, welche Jacke ich anziehe. Das sind die wichtigen Sachen im Leben. Aber dann geht's los. So, wir sind jetzt schon länger auf dem Weg nach Dänemark. Beide Kinder schlafen. Einfach gold. Besser könnte es gar nicht laufen. Ja, mir schläft auch schon eine Stunde knapp. Ja, mir schläft schon länger. Die war eben nur einmal kurz wach. Ja. Was hat sie nochmal gesagt? Mama, keine Angst haben. Rutschen. Ja, stimmt. Ja, und jetzt geht's weiter. Wir sind schon bald eigentlich an der Grenze. Da ist ja noch so ein großer Einkaufswagen. Da müssen wir noch ein paar Lebensmittel dann einkaufen. Und dann fahren wir auch schon in das Haus. Und das Haus ist so krass schön. Wirklich, das Haus ist richtig krass. Da kann man auf jeden Fall gut ein paar Tage entspannen. So, wir machen jetzt hier einen Zwischenstopp in diesem Laden hier. Das ist noch der letzte günstige Laden, sagt Jan, weil Dänemark zu teuer ist. Ich war noch nie in Dänemark, ich habe keinen Plan. Und deswegen gehen wir jetzt hier nochmal was einkaufen, weil wir müssen ja uns selber verpflegen. Hä? Wir müssen ja auch irgendwas essen, ne? Wir müssen auch irgendwas essen, ja. Und deswegen gehen wir jetzt hier nochmal einkaufen. Wie schön ist bitte diese Weihnachtsdecke. Schnuffi, hier müssen wir nochmal hin auf dem Rückweg. Ein Geschenk, ne? Ja. Was wir wirklich brauchen, sind Adventskalender. Genau. Oh, wie süß. Guck mal, wie süß das aussieht. Los, was? Hier gibt es auf jeden Fall Adventskalender. Wir müssen nur noch die richtigen Adventskalender finden. Wir sind da. Jetzt muss ich hier irgendwo einen Schlüsselkasten finden. Es ist natürlich jetzt schon mega dunkel. Aber wo ist denn der? Ah, okay, hier. Und du, Mimi? Bist du aufgeregt? Ja, halte die Kohle für Papa. Ja, das machst du gut, mein Schatz. Wir haben ihn. Oha, ist schon auf. Eine Waschmaschine. Licht? Gibt's nicht? Nee. Nein? Nee, ich hab ohne Strom genommen, weil das war günstiger. Ach so, ja, okay. Jetzt mal ohne Witz, wo ist das Licht? Keine Ahnung. Hä? Wo geht das hier an? Mach auf. Mach auf. Oh. Oh. Oh, ist das cool? Ja, cool. Hier ist ein Schwimmbad. Ja, mein Papa. Ja. Dann können wir rutschen später. Ja, Wasserbahn. Cool, ist das cool? Ja, und die Wasser. Oh, guck mal, hier ist noch eine Toilette. Und hier ist die. Oh mein Goodness, hier ist die Sauna. Mega cool. Komm, mein Schatz, wir gehen mal weiter und gucken. Hier so Essbereich mit Küche. Könnte man sich dran gewöhnen, ne? Oh mein Gott, was ist das für ein... Ja, voll heftige Kühlschrank. Ja, toll, ey, die hätten ja wenigstens mal einen Kühlschrank vorgenommen. Ja, ehrlich, ne? Hier ist auch schon das erste Schlafzimmer. Was steht da? Hold me tight, kiss me good night. Da oben sind einfach auch 2 Betten, okay. Hier ist einfach ein Bad. Shake, shake, shake. Oh, schöne Tagesdecke. Können wir doch mitnehmen. Ja, ne? Mitnehmen, ne? Ja, okay, kleine. Alter, was? Eine Playstation? Hä? Einfach eine Playstation. Ja, ein kleines, gemütliches Wohnzimmer, nicht? Oh, hier ist der Kaminschlupf. Hier ist der Kamin, hier ist ein Flachbild. Und mal sehen, gibt es hier auch Spiele? Oh, Mausi. Nee, aber 3D-Brillen. Also, eine Anlage.
So, jetzt muss ich aber auch noch mal raus, ne? Die soll ja auch noch irgendwie ein Jacuzzi sein. Schauen wir uns das mal an, ne? Alter Schwede. Wie geil ist das denn? Nur leider weiß ich nicht, wie man hier Licht anmacht. Das ist ja mal richtig krank mit dem Jacuzzi. Echt? Ja. Mach mal Licht. Man sieht nix. Oha, wie geil. Guck dir das an. Boah, guck, wie das dampft. Alter, oh, das ist geil. Guck mal. Auch, da kann man auch drin baden. Ja. Wir spielen gerade ein wenig. Wie heißt das Spiel nochmal? Spiel des Lebens. Spiel des Lebens, ja. Mega cool eigentlich. Das ist cool, das Spiel, ne? Ja, es bringt echt Spaß. Hm? Aber ich glaube, morgen zu viert ist es noch cooler. Ja. Aber es ist ja meistens bei solchen Spielen so, ne? Ist ja wie Monopoly. Bringt auch mehr Spaß zu dritt. Aber es ist so krass, weil zu Hause machen wir sowas nie, ne? Nee, das machen wir echt nicht. Wir freuen uns schon, wenn unsere Freunde kommen. Also bin ich so alleine hier und ich glaube, dann ist es auch ein bisschen lustiger. Entschuldigung, ist es nicht lustig mit mir oder was? Ein neuer Tag beginnt! In Dänemark. Ja, wir sind ja gestern angekommen hier, hatten auch sich den Pool angeguckt. Ja. Und sonst haben wir gestern einmal, wir sind dann auch ins Bett gegangen. Und jetzt fahren wir aber los. Wir brauchen auf jeden Fall Feuerholz, weil wir gestern alles verbraucht haben, weil es so kalt hier war. Man musste hier erstmal alles... Oh, es war eine Katastrophe. Ich fühle mich auch immer direkt so unwohl. Ich hatte dann auch ein bisschen Heimweh, weil es hier so kalt war. Und jetzt gehen wir dann nochmal was einkaufen. Wir müssen auch noch die Handtücher und so abholen. Ja. Und... Oh, das machen wir jetzt. So, wir sind jetzt da in unserem ersten Stopp. So sieht es hier aus. Ist das ein Hafen hier? Das ist ein Hafen. Sieht danach aus, ne? Ja, wir wollen jetzt aber erstmal einen Kaffee trinken. Und ja, ein bisschen chillen. Das Wetter ist leider nicht so gut. Eben auch noch ein bisschen geregnet. Aber wir machen das Beste draus, ne? Ein bisschen uns hier angucken. Oh, Elli! Sie sieht so süß aus mit ihrem Anzug. Jan sieht aus, als wäre er gerade aus dem Bett gekommen. Sie sagt, das ist kalt, das Weiße. Sagt sie, ja, das ist ja auch Eis. Hier ist Mimi. Sag mal hallo. Hallo. Schmeckt dir das Eis? Ja. Sehr gut. Oh, guck mal hier, das Trampolin. Ella wird da einfach so abgestellt. Mach doch auch mal. Damit ich mir einpinkel, oder was? Es gibt Adventskalender. Guck mal, sind das die von Windel? Nein. Wir können ihnen noch mal eine Chance geben. Der Laden hat bestanden. Mir? Wo bist du? Ach, da bist du. Willst du auch mal was erzählen? Hallo. Erzähl mal was. Okay. Was einkaufen. Was einkaufen? Ja. Und sind Sie jetzt zufrieden? Mit dem Laden? Ja. Es geht nur, weil es hier kein Tzatziki gibt. Enttäuschung. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Jetzt kommt. Oh ja? Ja, ja. Genau, wir warten jetzt auf unsere Freunde, die jetzt auch noch dazukommen. Die verbringen dann ja, das Wochenende mit uns. Und ich habe ja meinen Adventskalender eben gekauft. Für mich und Mama. Für dich? Ja, und Mama. Mhm, du darfst auch einen probieren. Wir probieren jetzt, ob die auch so gut schmecken wie zu Hause. Hallo! Okay, Mia, warte. Gar nichts drin, korrekt. Hier ist einer. Oh, ich ahne Böses. Wir beide zusammen. Prost. Eins, zwei, drei. Wie schmeckt das? Gut. Ich finde nicht. Schmeckt nicht so wie zu Hause. Mhm. Heute ist ein neuer Tag. Genau. Gestern. Zeige! Also gestern war ein
ja, ein entspannter Tag hier, sage ich mal so. Also für uns, Ella ging es ja leider nicht so gut, deswegen waren wir nur zu Hause und Alice hat sich eigentlich sehr um sie gekümmert. Ich war mit Mia gestern. Wo waren wir gestern? Was haben wir gemacht? Schwimmen. Wir waren schwimmen gestern, ne? Ja. Weil dir geht's ja schon besser, ne? Ja, und jetzt bin ich auch minimal angeschlagen. Aber jetzt gerade geht's wieder. Noch ein paar Kaffee und so. Ein paar Frühstück. Kaffee, ne? Bisschen guten Frühstück und Tipps. Ja, und jetzt gleich wollen wir raus, ne? Ja. Wir wollen heute an den Strand, ne? Ja. Ja. Ich lasse los. Yes, you. Lass jetzt los. Yes, die Kraft, sie ist grenzenlos. Ich lass los. Lass jetzt los. Und ich schlag die Tür zu. So, wir sind jetzt am Strand. Wir sind da. Ja. Das Meer. Was möchtest du sehen? Das Meer. Das Meer. Das Meer. Ja, dann schauen wir mal, ne? Ist auf jeden Fall Gold, jetzt hier irgendwie. Ist jetzt nicht so easy, mit Gepäck hier hochzukommen. Bisschen Sport, ne? Habe ich ja richtig Bock drauf. Boah, es ist echt schön, ne? Das kann man ja nicht anders sagen. Hier mit den Dünen und so und mit dem Wasser. Idyllisch. Große Wellen. Richtig große Wellen, siehst du die? Wollen wir da mal ein bisschen näher rangehen? So, wir sind jetzt am Strand. Oh mein Gott, die Wellen sind hier so hoch. Richtig schön. Ja, oha. Boah, so schön hier. Die Wellen sind so krass. Wäre es nicht so kalt, dann wäre ich, glaube ich, der Erste, der hier drin ist. Ich liebe Wellen. Obwohl das hier teilweise schon richtig krass ist, also einige Wellen sind riesig, aber es würde, glaube ich, so Spaß bringen. Nur leider ist es etwas kalt. Wie findest du das hier am Meer? Schön. Ein Boot. Ein Boot möchtest du nehmen? Ja. Krass, oder? Ja, mega. Die Wellen sind richtig groß. Ja, echt heftig. Stopp, stopp, stopp. Meine Schuhe sind fast nass geworden. Oh, das war richtig knapp. Krass. So, wir sind jetzt wieder zurück im Haus. Jetzt ist auch schon der letzte Abend. Und morgen geht's wieder nach Hause. Ich bin aber auch ehrlich gesagt ganz froh. Mia guckt jetzt noch was. Mia ist auch nicht ganz fit. Ella ist auch nicht fit. Wir sind nicht fit. Deswegen, ja, wenn man krank ist, ist man ja eigentlich eher am liebsten zu Hause. Ich werde mich jetzt gleich noch mit den beiden einkuscheln. Was macht Jan? Alter, der spinnt doch. Ich hoffe, es lohnt sich dafür, noch einen Kauf zu nehmen, noch kranker zu werden. Ach, wie wird man nicht krank? Ja, was sollen wir dazu noch sagen? Ich beende den Vlog dann an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben und auch ein Abo da. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, folgt uns auch gerne auf Instagram. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen mit den Mädels einkuscheln und morgen geht's dann wieder nach Hause.